Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ein ganz wichtiges Thema. Wir haben alle Messer in der Küche und auch das beste und teuerste Messer wird irgendwann unscharf und muss geschärft werden. Und im Laufe von vielen Jahren haben sich bei mir einige Schärfmittel angesammelt. Die seht ihr hier mal so auf einem Haufen. Und wir machen heute mal ein Video, um zu zeigen, was es so gibt in meiner Welt und was ich an Vor- und Nachteilen sehe und was vielleicht für euch das perfekte Schärfmittel ist. Und die schauen wir uns jetzt alle mal genau an. Viel Spaß dabei! Traditionell eines der wohl mitbekanntesten und ältesten Schleifmittel sind die Schleifsteine. Die Schleifsteine sind in verschiedenen Körnungen, Natursteine, künstliche Steine erhältlich und die gibt man dann auf so ein Haltepad, dass sie nicht rumrutschen. Die haben verschiedene Körnungen, das sind jetzt 1000, das sind 200 für grob und dann geht es noch rauf bis 4000 und 8000 zum Abziehen. Die müssen gewässert werden, das heißt also für ein, zwei Stunden komplett bedeckt ins Wasser und dann geht man mit dem Messer drüber und schleift die Messer. Das Problem dabei ist, und ich habe das schon oft probiert, man hat immer, wenn man nicht der Superprofi ist, andere Ergebnisse. Also mal sind mir die Messer mega super gelungen und ein anderes Mal habe ich sie nicht scharf bekommen. Also das hat natürlich immer was mit dem Winkel zu tun. Und wenn man sich überlegt, man zieht vor und zurück, man hat immer, wenn man da nicht super geübt ist, hier einen gewissen Wackler drin. Und das Ganze dann auch auf der anderen Seite, das macht das Ganze schwierig. Es gibt so Schleifhilfen, die kommen hier drüber und die helfen einem, das Messer aufzulegen und den Winkel zu halten. Der Nachteil ist, ich habe hier immer wieder Bereiche, wo ich nicht sauber aufliege und ich mache mir ein bisschen den Messerrücken kaputt und den Schleifstein auch. Der nächste Punkt ist, im Laufe der Zeit entsteht eine gewisse Topografie auf dem Stein, die ich dann wieder ausgleichen muss mit solchen Schleifsteinen, damit das schön plan ist. Also man kann hiermit mega Ergebnisse erzielen, aber aus meiner Erfahrung, ich nehme die gar nicht mehr, weil es einfach super schwierig ist. Ein weiteres Schleifsystem ist hier von der Firma Horl, der Rollschleifer. Das wird momentan enorm beworben in Facebook, Instagram, TikTok, überall sieht man dieses Ding. Und es wird beworben als das Universal-Schleifmittel für jedes Messer und für maximale Schärfe. Das ist so ein Kubus, der ist hier links und rechts mit Schleifsteinen. Hier ein Schleifstein, hier ein Diamantabziehstein. Und dann hat man parallel noch so einen Klotz mit zwei Winkeln, einmal 15 Grad und einmal 20 Grad. Je nachdem, was man eben machen möchte. Grundsätzlich kann man sagen, Kochmesser, höherwertige, nimmt man 15 Grad, dass man insgesamt 30 hat. Und gröbere Messer, wie zum Beispiel Taschenmesser, die draußen sind, oder Hackbeile, die einfach immer mit etwas mehr Kraft und Power betrieben werden, nimmt man 20 Grad. Aber hauptsächlich 15 Grad, immer. Hier gibt es dann noch die Möglichkeit, Schleifsteine mit feinerer Körnung sagen wir, zu ersetzen. Hier eine feinere Körnung und hier ein Abziehstein. Das kann man einfach hier abschrauben und eben dann ein anderes drauf machen. Das ist eigentlich recht gut. Und jetzt gehe ich mal mit einem Messer dran, damit ihr mal seht, wie das in der Praxis aussieht und was auch die Problematik von diesem System ist. Also, nehmen wir jetzt einfach mal hier ein Messer. Das ist so ein normales, durchschnittliches Kochmesser. Man sieht dann auch direkt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Ausbeinmesser nehme, da wird das Ganze schon tricky. Ich brauche dann irgendwie, muss ich das dann wieder justieren und irgendwie gucken, dass das dann hält. Also man ist da schon mit den Messern etwas eingeschränkt. Aber gehen wir mal von dem hier aus. Ich habe das Messer, dann habe ich hier
den Abzieher und hier den Schleifstein. Und dann gehe ich hier quasi dran, nehme Kontakt zu dem Messer und ziehe vor und zurück, vor und zurück. Und das Ganze mache ich sehr, sehr oft, weil natürlich relativ wenig abgetragen wird. Und man sieht auch hier schon das Problem wieder, der Messerschaft, an den stoße ich hier mit diesem Rollschleifer schon wieder an. Also ich komme gar nicht richtig zurück. Erschwert das Ganze. Dann muss ich natürlich, wie bei jedem Schleifvorgang, darauf achten, dass ich links und rechts gleichmäßig schleife, weil ich habe die Klinge und würde ich jetzt eine Seite zu viel schleifen, dann habe ich eine krumme Klinge. Und das ist sehr, sehr wichtig, um ein gutes Schleif- oder Schärfergebnis zu erzielen, dass ich links und rechts gleich viel schärfe. Also hier muss ich dann quasi zählen. Ich habe jetzt schon 3 Züge gemacht. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann muss ich die Seite wechseln und mache das gleiche 10-mal von der Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allerdings, diese 10 Züge nützen praktisch nichts. Um dem Messer eine Schärfe zu geben, außer es ist frisch geschärft und man will nur nachjustieren, muss ich das von jeder Seite eine Minute machen, mindestens. So, wenn ich das also gemacht habe, werde ich während des Schleifens feststellen, dass die Messer haben ja eine Krümmung. Das kann man hier auch sehen. Diese Krümmung, abgekippt, ergibt einen gewissen Bogen. Wenn ich hier gerade fahre, entfernt sich der Rollschleifer von meiner Klinge. Das heißt, ich muss hier immer mitfahren. Das erfordert auch wieder etwas Übung, aber es funktioniert. So, wenn ich das geschliffen habe, drehe ich das um, nehme hier den Abziehdiamanten und mache hier auch wieder 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel wieder die Seite. Wieder 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und damit, wenn ich das häufig genug gemacht habe, ist mein Messer scharf. So, jetzt gehe ich mal mit dem Finger hier dran. Und dann sehe ich hier, dass ich einen kleinen Abrieb habe. Das heißt also, es hat funktioniert. So, jetzt ist natürlich immer, gib mir mal so ein Blatt, immer der Punkt, ne, wie scharf ist denn mein Messer? Und da gibt es die Tomatennummer, dass man eben mit dem Messer über die Tomate geht. Aber was auch schnell geht, das ist einfach ein Papier. Und man sieht, das funktioniert recht gut. Ganz, ganz wichtig bei jedem Schleifvorgang ist das Abziehen mit dem feinen, ganz feinen Diamanten hier. Denn auch ein gut geschärftes Messer muss entgratet werden. Nur dann geht es durch ein Papier durch. Das muss man wirklich wissen. Egal, welche Schleifmethode ihr anwendet, es muss danach abgezogen werden. Und eine der häufigsten Methoden dazu ist Leder. Das kennt man vielleicht von den Rasiermessern. Sieht man manchmal sogar in Filmen, hat man so einen Lederriemen und da wird das Rasiermesser abgezogen. Das dient nur dem Abziehen, damit die Klinge möglichst glatt ist und scharf bleibt. Schleifen tut man dann damit allerdings nicht. So, das war, würde ich sagen, war der Rollschleifer. Könnt ihr selber entscheiden, ob das was für euch ist. Frage, wie erkenne ich denn jetzt theoretisch, welche Körnung ich nehmen muss? Du hast das gesagt, du hast 2 Körnungen. Ja, also. Wann weiß ich denn, welche ich benutzen muss? Also, sehr wichtige Frage, welche Körnung nehme ich wann? Die Standardkörnung hier, die ist 1000. Ja, das ist quasi so eine Universalkörnung. Das hier, das weiß ich gar nicht, aber das ist sehr fein, aber das dient ja auch nur zum Abziehen. Wenn ich jetzt die beiden anderen nehme, dann habe ich hier 3000, steht hier auf der Packung drauf, 3000. Und hier habe ich 6000.
Wann nehme ich was? Wenn ich jetzt mit einem Messer, wenn ich ein Messer schleifen möchte, was ich schon lange im Einsatz hatte und was also quasi relativ stumpf ist, dann gehe ich erst mit dem Gröbsten dran. Wenn ich dann zum Beispiel hochwertige asiatische Messer habe, also die einen hohen Härtegrad an Rockwell haben, zum Beispiel ab 56, dann kann ich diese Schnitthaltigkeit extrem verlängern, wenn ich in der Körnung immer feiner gehe. Weil ich natürlich die Oberfläche von dem Stahl immer feiner mache und auch die Angriffsfläche beim Arbeiten damit reduziere. Das heißt also, wenn ich dieses Messer, was jetzt schon scharf ist, noch schärfer machen will, dann wechsle ich die Steine, nehme erst den 3000er, ziehe den wieder ab, danach nehme ich den 6000er. Und dann, wenn ich das immer wieder mache, dann erreiche ich eine wirklich brutale Schärfe, die man auch in Videos immer sieht wieder, dass man einfach das Messer dran hält und über eine Tomate zieht und die geht da durch. Es ist halt alles nur etwas aufwendiger, ne? Aber man kann das mit diesem Gerät erreichen, absolut. Noch einmal ein paar Grenzen, zum Beispiel, wenn ich so ein Messer hier nehme, sieht man schon direkt, wo das Problem ist, ne? Dann bin ich, hier geht es gerade noch, aber das wird schon eng, ne? Also da ist auch eine gewisse Limitierung der Höhe, hier bin ich wahrscheinlich schon am Limit. Dann muss ich mir natürlich irgendein Hilfsmittel holen, ne? Dann muss ich den Schleifer irgendwo draufstellen, ne? Damit ich das erhöhen kann. Oder, nee, so nicht, andersrum. Da muss ich den Roller erhöhen, ne? Also da muss ich irgendwie mir was bauen. Also da bin ich dann schon limitiert und muss mir was einfallen lassen, um das zu lösen. So, ansonsten ist das wirklich ein tolles Gerät. Wirkt sehr wertig, also wirklich, muss ich sagen, ich habe das jetzt schon einige Male eingesetzt, deswegen habe ich mir auch noch weitere Schleifscheiben geholt, aber es dauert sehr lange, das muss man wirklich sagen, da kann man sich echt mal einen Kaffee machen und sich hin am Esstisch setzen und dabei Fernsehen schauen, weil man ist beschäftigt und wenn man jetzt 5 Messer schleifen will, ist das schon eine recht aufwendige Geschichte. Ich meine, was jetzt da vielleicht noch abschließende Frage. Schleifen an sich, nur mit was geldmäßig bin ich denn da dabei? Also ich sage mal, hochwertige Messer und günstige Messer, was kostet denn so ein Ding? Der Holl? Oh Gott, das weiß ich ja auch nicht. 150 Euro? Das ist ganz schön. Also ich meine, wenn ich jetzt ein 20 Euro Messer habe und dann einen 150 Euro Schleifer, verstehst du den, ja, die Relation, die Relation ist da, klar, aber das, ich sag mal, wer sich so ein Gerät kauft, der hat kein 20 Euro Messer. Okay. Für den haben wir da noch andere Schleifgeräte, da macht es keinen Sinn. Hier kann ich wirklich teure, hochwertigste Messer schleifen, ohne dass ich sie zerstöre oder zu viel Material abnehme. Also das Gerät ist schon materialschonend und auch für wirklich hochwertigste Messer, also was weiß ich, zum Beispiel hier so ein Nessmuk, damit kann ich das wunderbar bearbeiten. Okay. Das ist echt geeignet dazu. Da kann ich jedes Messer damit nehmen. Ich habe jetzt das mal hier noch, weil es einfach größer ist. Wenn man sich mal ein Spezialmesser anschaut, so ein Endbeinmesser, ah, das haben wir gerade schon, brauchen wir gar nicht. Oder hier, Beil. Ja, das ist natürlich außerhalb der Reichweite. Wenn ich so ein Hackbeil habe, dann muss ich mir auch wieder was überlegen, dann muss ich das hier erhöhen, dann muss ich mir halt nochmal ein Küchenbrett hier hinsetzen und muss das dann eben bearbeiten. Aber es geht, ne? Man muss halt ein bisschen sich überlegen, wie man das am besten dann macht. Aber es würde funktionieren. So, dann gehen wir mal zum nächsten Gerät. Jetzt kommen wir mal zur ersten Maschine hier in unserer Übersicht. Und zwar ist das von der Firma Kai. Eine Schleifmaschine. Kai ist bekannt durch japanische Messer. Das heißt, hier arbeiten wir auch mit 15 Grad. Das ist da voreingestellt. Und ich habe hier eine Maschine mit einem Ausschalter und so eine Schutzkappe. Und dann habe ich hier quasi diese Schleifeinheit. So, wie geht jetzt wieder runter? So. Habe hier zwei verschiedene Schleifeinheiten. Das ist die Standard und das ist die feine, die man zum Abziehen braucht. Und die klickt man da drauf. Und dann geht man einfach, nehmen dafür Messer,
Nehmen wir mal eins, was es ein wenig nötig hat. Hier. Dann nehmen wir mal das hier, genau. Dann nehmen wir jetzt einfach mal ein Messer. Das hat mein Freund der Klaus mitgebracht. Und er sagt, dieses Messer hat noch nie einen Schleifstein gesehen. Ja. So, das gucken wir uns jetzt mal an, wie da der Stand der Dinge ist. Es geht. Es rupft etwas, aber es ist gar nicht so schlimm. Wird wahrscheinlich auch nicht so oft benutzt. Ne? Ja. So, und jetzt geht man her. Und man sieht hier auch schon wieder die Limitierung. Wenn ich eine kurze Klinge habe, komme ich hier gar nicht rein, sondern ich setze quasi hier an. Die Steine, die Schleifsteine gehen hier los, hier. Das heißt, dieses letzte Stück kriege ich da gar nicht geschliffen. Also so sieht es schon mal aus. Also machen wir das mal. Einschalten. Man hört schon, es hört sich relativ brutal an, das Ganze. Aber es wird hier auch darauf geachtet, dass die Temperatur des Metalls nicht hoch geht. Kann man mal überprüfen. Es wird leicht warm, aber das darf nicht heiß werden, weil sonst das Metallgefüge gestört wird. Und das macht man 3, 4 Mal, 5 Mal. Ich habe den Vorteil, beide Seiten werden gleichzeitig geschliffen. Das heißt, ich verhindere, dass ich irgendwo einen Fehler reinbringe. Ja? Wenn ich das so ein paar Mal durchgezogen habe, wechsle ich den Stein oder die Schleifeinheit, nehme die feine und mache das wieder 5, 6 Mal. Man hört schon, ja, viel feiner. Leise. Ich kann schön bis in die Spitze schleifen. So, dann gucke ich wieder mal drüber. Hab hier etwas Abrieb. Und nehmen wir mal das Papier. Oh ja. Und es flutscht schön durch. Und das reicht schon. Und da haben wir jetzt nicht lange dafür gebraucht. Das waren jetzt, keine Ahnung, eine Minute, wenn man das durchgängig macht. Also hier Messer zu schleifen, mehrere, ist auch kein Problem. Limitiert ist man hier eigentlich in der Messergröße gar nicht. Vielleicht ist man limitiert, wenn der Schaft zu dick ist. Ne? Also dann kommt man da nicht mehr rein. Aber die Klingen sind in der Regel nicht zu dick. Ne? Da kommt man hier mit auch rein. So, ja, also. Und sehr dünne Messer, wie zum Beispiel so ein Ausbeinmesser, das ist schon wieder schwierig, weil man sieht, die Klinge, die macht hier einen Bogen und ich komme hier quasi nicht unten dran. Also auch hier bin ich limitiert. Also es ist nicht für jedes Messer geeignet. Und natürlich für Wellenschliffmesser, da kommen wir gleich dazu, da gibt es auch eine Lösung, kann ich die ganzen Maschinen vergessen. Aber die mit dem Wellenschliff, die sind an einer Seite gewellt und die andere Seite ist glatt. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Das ist klasse. So, dann schauen wir uns mal das nächste Gerät an. Dann haben wir hier das nächste Gerät, der heißt Mino Sharp Universal. Das ist ein Gerät, sehr handlich und schnell irgendwo zu verstauen. Der hat hier 3 Keramikscheiben, unterschiedlicher Körnung, grob, fein und ganz fein zum Abziehen. Das wird hier einfach zugeklappt und dann wird das Messer durchgezogen. Und wir haben wieder ein Messer vom Klaus, was hier also wohl scheinbar gar nicht mehr schneiden soll. Ja, das reißt mehr, wobei es geht sogar. Ne? Es geht einigermaßen, so schlimm ist es gar nicht. Man sieht es am Anfang, da wird halt hier gerupft und gerissen. So, und dann nimmt man das Messer, hält es fest, setzt hier an und zieht durch die grobe Schleifung ein paar Mal, je nachdem wie stumpf das Messer ist. Dann wechselt man in die nächste Körnung. Man merkt auch schon am Geräusch und am Widerstand, dass es feiner wird. Und zuletzt zum Abziehen. Und
Und dann gehen wir mal wieder drüber und wir sehen, wir haben hier auch ganz, schön. Ganz schönen Abrieb. Ganz, ne? Also der geht schon relativ dran. Und gucken wir mal, ob wir ein Ergebnis haben. Ja. Tibi-Tobi. Ja. Und das ist schon sehr schnell und sehr praktisch. Wenn man sich überlegt, man steht in der Küche, will was schneiden, oft scheitert man an den Tomaten. Zack, schnell das Ding geholt, paar Mal drüber, zack, fertig. Also schneller. Na, schauen wir mal, ob es schneller geht. Also das ist sehr cool und sehr effizientes Gerät. Wenn die Scheiben abgenutzt sind oder kaputt oder was auch immer, nimmt man die einfach raus, klack, kann Ersatzscheiben kaufen und das Ding funktioniert wieder. Deine Frage wahrscheinlich, was kostet es? Ja. Das kostet um die 80 Euro. Und das geht. Also für die Einfachheit. Die Einfachheit und die Effizienz. Das muss man das kann sagen. Man auch, da ist natürlich immer ein bisschen Staub dann drin, das kann man aber auch dann mit Wasser sauber machen, naja. Wenn man das will. Also der Staub ist nicht schlimm, mich stört er nicht. Ich wische einfach mal ab und zu mit einem feuchten Tuch hier hin und das Ding ist sehr gut. Das ist bis jetzt das Beste. Findest du? Ja. Ah ja. Ja. Noch ein interessantes Produkt, das ist dieser Keramik-Schleifstab. Der ist recht leicht, klein, fein, hat hier so eine kleine Abschrägung und damit kann man zum Beispiel auch Wellenmesser schleifen. Wie zum Beispiel jetzt hier das berühmte Tomatenmesser. Ja, Tomatenmesser haben klassischerweise so Rillen, weil die Tomate immer etwas störrisch ist. Aber dann kommt man irgendwann an den Punkt, wie schleife ich das nach? Jetzt hat dieser Schleifstab einen relativ kleinen Radius, der bei den Wellen relativ genau passt. Das ist wirklich gut. Und dann nehme ich das Ding, stelle es hin, hol mir meinen Winkel ungefähr grob so wieder 20 Grad, 15 Grad und ziehe einfach hier entlang. Und die Rundung geht genau in die Rillen rein. Und das ist wirklich sehr praktisch, weil ich damit auch solche Messer wieder scharf bekomme. Und es geht jetzt nicht nur mit so einem kleinen, sondern Beispiel auch bei Brotmessern. Das ist das nächste Problem. Brotmesser kann ich nur schleifen lassen, indem ich es zum Hersteller schicke. Und die machen das dann recht aufwendig, jedes einzelne Ding. Oder sie haben eine Schablone an ihrer Maschine. Und auch da gehe ich her, ziehe mein Messer entlang und kann das wieder schärfen. Jetzt ist es so, dass wenn ich so ein Messer von einer Seite geschliffen habe, entsteht auf der Rückseite hier ein kleiner Grat. Der muss weg. Und damit gehe ich einfach mit diesem Stab flach drüber und breche den Grat weg. Und das kann ich auch bei dem Tomatenmesser machen. Und habe dann wieder ein scharfes Messer. Schauen wir mal, ob das geht. So, und das geht auch sauber durch die Tomate dann durch. Also, das ist im Prinzip etwas, das ist gar nicht teuer. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das mal auf einer Messe gekauft, weil das hat nämlich noch einen grandiosen Vorteil. Wer eine Brotschneidemaschine hat oder eine Aufschnittmaschine, das ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Da kann ich einfach mit diesem Teil an diese Scheibe hingehen, wenn man sich vorstellt, die... Na, was ist denn jetzt da so? Zum Beispiel, das ist die Schneide von meiner Brotschneidemaschine. Dann gehe ich da oben einfach hin, schalte die ein, halte den Stab da dran und schleife die. Wie willst du das sonst machen? Du musst die rausbauen und das geht wirklich gut. Das habe ich auch schon seit 20 Jahren, das Ding. Und damit schärfe ich meine Schneidemaschine und das funktioniert wunderbar. Und natürlich auch die Wellenschliffmesser. Muss man denn bei den Wellenschliffmessern nicht auf die Gradzahl so achten wie bei den Gerbenmessern? Nicht ganz so, nicht ganz weil so. Ich nur eine Seite habe, ne, die Schleife. Okay. Weil ich habe die andere Seite sehr glatt. Ja. Und hier kann ich eigentlich nicht so viel kaputt machen. Okay. Das ist ja das Prinzip. Deswegen sind die Wellenschliffmesser ja auch für Brot geeignet, weil wenn ich mit einem ganz teuren, hochwertigen japanischen Messer Brot schneide, dann kann durch die harte Krume
kann ich das Messer kaputt machen. Das soll man deswegen auch nicht nehmen. Okay. Sondern nimmt man echt Brotmesser, weil das durch die Wellen einfach diese Kruste besser knackt und nicht kaputt geht. Und da ist der Winkel auch nicht ganz so dramatisch. Okay, ja. Wichtig ist da, dass die Rückseite dann abgeschliffen wird. Mhm. Dass ich hier kein Grat habe. Und damit geht es sehr gut. Also, das ist ein tolles Teil hier. Müsst ihr mal schauen, wie das, woher das kriegt. Und habe ich sehr gerne im Einsatz. Ein weiteres ganz interessantes Gerät, das ist dieser Schleifblock oder Schleifholz. Der ist jetzt von Nesmuk, von dieser Firma. Und der hat die folgende Eigenschaft. Der hat 4 Seiten, die unterschiedliche Diamantstaubkörnungen drauf haben. Bis hin zu einer Seite, die komplett nur Leder ist, zum Abziehen. Und damit kann ich ein Messer, was also nicht sehr stumpf ist, relativ schnell wieder scharf machen, mit dem gleichen Nachteil wie bei den Steinen. Ich muss meinen Winkel einhalten, außer beim Abziehen. Beim Abziehen spielt es keine Rolle. Ich habe hier grob 20 μ, da steht sogar die Diamantgröße drauf in μ. Hier habe ich Mittel 5 μ, Fein 2 μ und hier habe ich nur Leder. Zum Abziehen benutze ich das auch, weil ich hier eigentlich nichts kaputt machen kann. Aber zum Schleifen habe ich das gleiche Problem wie bei den Steinen, dass ich den Winkel halten muss. Und das geht, aber es erfordert Übung. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Gerät, wie ich finde, und zwar heißt das Ding Simple Sharp. Der Name verbirgt schon, dass es recht einfach gehen soll. Und ich muss sagen, ich war etwas skeptisch, weil ich gedacht habe, das ruiniert mir Messer. Aber das ist nicht der Fall. Die Geräte, die früher so aussahen, die hatten Vidia-Messer. Das sind Hartmetallmesser, die quasi aus dem Werkzeugbereich kommen und sehr hart sind. Und die schneiden Metall runter von der Klinge. Mit denen schleifst du ein Messer ein Jahr und dann ist die Klinge weg. Hier, und das kann man mal aufmachen, sind 2 Scheiben, die mit feinem Diamantstaub besetzt sind, in einer feinen Körnung, die hier mit Federn gelagert sind. Und ich nehme quasi mein Messer, und da haben wir jetzt hier wieder eins vom Klaus, wieder so eine Krücke. Geht zwar, aber es reißt. Ich merke das beim Schneiden, das kann man vielleicht gar nicht so gut sehen. So, und jetzt nimmt man einfach das Messer, hält hier ein bisschen fest, geht rein und zieht runter. Und das, man kann hier nichts verkehrt machen, weil der Winkel wird automatisch gehalten und zieht da halt ein paar Mal durch. Ob es weiter runterrutscht oder nicht, spielt keine Rolle. Es funktioniert. Hat natürlich auch wieder einen kleinen Haken. Und zwar, wenn ihr euch das anschaut, ich gehe hier mit dem Messer durch, aber ich kann frühestens hier ansetzen, weil ich hier nicht reinkomme. Das bedeutet, die letzten 2 cm werden quasi nur von einer Seite geschliffen. Vorne ist es nicht so. Vorne komme ich ran und ziehe vorne und hinten rum. Aber dieser Zentimeter da hinten wird nicht geschliffen, nur von einer Seite. Ich sage jetzt mal, erfahrungsgemäß würde das für das Schnittergebnis in seinem persönlichen Einsatz nicht viel ausmachen, weil da hinten muss es nicht scharf sein. Wichtig ist, dass es da vorne scharf ist. Aber das ist der kleine Haken an dem Ding. Ansonsten ist das Handling auch wirklich großartig. Auch das Ergebnis schauen wir uns jetzt gleich mal an. Tippitoppi. Mhm. Und ich habe auch einen kleinen Abrieb. Das heißt, ich ruiniere mein Messer nicht. Nächster Vorteil hier, ich kann auch solche Dinger da, solche Hackbeile oder asiatische Messer, was hier jetzt auch nur rupft, auch das kann ich damit schleifen. Ich gehe damit wieder rein, mache hier meine Züge. Hier komme ich die Klinge auch nur, weil ich bleibe sonst hängen. Ich muss quasi an der zweiten Platte ansetzen.
So, dann schauen wir mal unser Papierchen an. Tibi-Tobi. Hm. Also, Ergebnis wirklich sehr gut. Jede Messergröße, auch sagen wir mal, so Spezialmesser, wie man es jetzt hier zum Beispiel für Schinken hat, für Serrano-Schinken, die man am Stück runterschneidet, wo man eine elastische Klinge braucht. Auch das ist einfach zu handeln. Auch große Messer wie dieses Fleischmesser hier, kein Problem. Das ist wirklich auch schnell und praktisch. Ich habe auch hier die Möglichkeit, meine Scheiben hier durch feinere noch zu ersetzen. Wenn ich also noch ein besseres Ergebnis will, kann ich hier noch feinere Scheiben kaufen und die reinmachen. Dann kann ich wirklich rasiermesserscharfe Ergebnisse erzielen. Aber ich denke mal, die meisten von euch, denen, die sind happy, wenn sie ein Messer haben, mit dem sie arbeiten können, das scharf ist. Und das erreicht man damit. Ohne, dass ich 1000 Vorgänge brauche, ohne, dass ich irgendwas am Strom anschließen muss. Ich kann hier natürlich keine Grate oder kaputte Stellen rausschleifen, weil da brauche ich dann schon ein schärferes Gerät. Aber für das, was die meisten brauchen und unschlagbarer Preis, kostet um die 20 Euro. Das ist natürlich der Knaller, ne? Wie siehst du mit so kleinen Messern? Na? Wenn du sagst, du hast ja nur 2 Zentimeter, was zu fällen. Genau. Jetzt haben wir hier so ein typisches, ja, das nennt man Obstmesser oder ja, wie nennen wir die? Garniermesser, klein, kurze Klinge. Da wird es natürlich hier kritisch, weil die Hälfte der Klinge erreiche ich nicht. Ne? Also da bin ich dann limitiert. Würde ich jetzt zum Beispiel den nehmen, den erreiche ich, da erreiche ich die letzten 5 mm nicht. Aber viel mehr als mit dem. Ja. Also da würde ich sagen, ist doch limitiert. Ja. Ne? Mhm. Guter Hinweis. Kann man nochmal vielleicht zeigen. Also ich muss hier quasi ansetzen und da fängt er erst an zu schleifen. Also bei so einem kleinen Messer würde ich sagen, ist das ein Nachteil. Also nochmal hier das Gerät. Ich muss sagen, empfehlenswert. Einfach zu handeln, man muss nichts können, man muss auf nichts achten und hat relativ schnell ein gutes Ergebnis. So, und zum Schluss haben wir noch eine Maschine. Und zwar ist es von Tormek eine Maschine, die ist relativ neu auf dem Markt. Eine Messerschleifmaschine für Küchenmesser. Tormek ist ja bekannt, also mir war es auch bekannt, zum Schleifen von Werkzeugen, von Äxten, von allen möglichen größeren, gröberen Sachen. Aber die Maschinen waren dann halt immer so 30, 40 Kilo schwer und eigentlich für den Zuhausegebrauch einfach zu groß. Aber wer natürlich handwerklich begabt ist und eine Werkstatt hat und der kann das dich hinstellen und gut ist. Das Gerät ist handlich, hat schon eine Größe, steht gut und hat hier eine Diamantschleifscheibe und eine Abziehscheibe. Die Messerführung wird mit diesem Gerät hier gemacht. Ich drehe es mal schnell um und zoome drauf, damit ihr das genau seht. Dann kann ich das euch nämlich genau erklären, wie das funktioniert. Ich habe hier einen Ausschalter. Und hier ist quasi die Führung, wo ich mit dem Messer reingehe und das Messer an der Schleifscheibe entlang bewege. Mit diesem Stellrad kann ich hier den Winkel einstellen. Das kann man hier sehen. Und der ist auf 15 Grad eingestellt und man kann ihn steiler und weniger steil stellen. Aber 15 Grad ist so mein Favorit immer. Ne? Also bei einem 5000 Euro Messer kann man das auch auf 10 Grad einstellen oder bei einem Hackbeil auf weniger. Aber beim Hackbeil komme ich hier nicht rein. Also 15 Grad ist meine Wahl. Dann habe ich hier das Messer. Ich führe das hier rein und ziehe das dann einfach an der Scheibe entlang, während die sich dreht. Das machen wir jetzt dann gleich mal. Und das mache ich ein paar Mal. Oder vor und zurück, schön langsam. Und dann mache ich das von der anderen Seite. Das heißt, ich muss auch hier wieder darauf achten, die eine und die andere Seite gleich oft zu schleifen. Das heißt, ich zähle wieder, wie oft ich das mache. Ist sicherer, als die Zeit zu stoppen, weil man mal schneller, mal langsamer ist. Also einfach die Züge zählen, das ist sicherer. Wenn ich das gemacht habe, habe ich hier eine Abziehscheibe. Das ist ein ganz interessant, habe ich mich am Anfang gewundert, es ist ein Hartgummi.
ähnliche Eigenschaften wie ein Leder. Und damit ziehe ich quasi die Klinge ab und kann damit halt auch nichts mehr kaputt machen, grob. Außer ich halte das so drauf, ne? Dann klar mache ich dann meine Schärfe wieder kaputt. Und das werfe ich jetzt mal an. Ich kann ja gleich mal die Seite so nehmen, für diese Seite einstecken. Ich schalte ein. Sehr angenehm leise ist die Maschine, muss ich auch direkt sagen, war ich sehr angenehm überrascht. Die Schleifrichtung Richtung der Diamantscheibe ist egal. Hier ist es sehr wichtig. Da kommen wir dann gleich dazu. Also, ich gehe mit dem Messer rein, gehe nach unten bis zur Spitze. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muss ja wieder raus. Ihr seht, hier ist auch schon eine Limitierung in der Höhe. Und zwar minimal 1,2 cm und maximal 6 cm. Ich habe vorhin mal die Messer gemessen. Also ich habe keines, was so schmal ist, dass es da nicht reinpasst, und keines, was so groß ist, dass es nicht reinpasst, außer ein Hackbeil. Aber selbst das hier kann ich damit noch einsetzen. Ich mache mal kurz hier zwei Züge. Selbst das hier funktioniert, obwohl es eigentlich doch ein recht großes Messer ist. So, dann dreht man das Ganze um und kommt von der Seite in die Messerführung rein, einschalten. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und der Vorteil ist, ich komme ganz vorne dran und ich komme ganz hinten dran. Also das ist wirklich sehr exakt, und ich habe hier durch die Fläche eine schöne plane Aufliegefläche. Also ich kann hier quasi nichts kaputt machen und verruckeln. Also das finde ich sehr genial. Nachdem wir geschliffen haben, muss es auch da wieder abgezogen werden. Und hier ist es wichtig, dass die Rollbewegung oder die Drehbewegung weg von dir geht. Andersrum würdest du dieses weiche Material aufschneiden und das Messer würde dir entgegenfliegen und es besteht Verletzungsgefahr. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten und dann auch den Winkel nicht zu übertreiben, also nicht zu steil drauf gehen, sondern relativ flach. Und dann fährt man einfach hier entlang und zieht das Messer entlang und nimmt damit den Schleifgrad raus. Man spürt auch den kleinen Widerstand. Das ist sehr schön zu handeln. Und das Ganze machen wir natürlich von der anderen Seite auch. Und dann schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir wieder einen Abrieb. Gib mir mal noch ein Papier, bitte. Ein Papier. Dann schauen wir mal jetzt, ob das Messer jetzt ein wenig schärfer ist. Oh, das ist richtig scharf. Also, das Ergebnis mit diesem Gerät ist für meine Erfahrung oder was ich jetzt so erlebt habe, das Beste. Weil ich einfach hier exakte Führung habe. Und auch hier kann ich natürlich ein bisschen hin und her eiern. Bei dem kann ich hin und her eiern, hier nicht. Und das Ergebnis spricht für sich. Ich habe hier wirklich eine sehr tolle Führung mit dem kleinen Limit. Halt, jetzt wollten wir uns noch das kleine Messer anschauen. Ja. Ich gebe mal das kleine Messer, da ist es. Wir gucken uns das mal an. Das sind wir ja vorhin an der Maschine etwas gescheitert. Jetzt gucken wir es uns hier an, ob wir das Messer hier scharf bekommen. Also auch das hat hier da vorne, es ist kleiner, aber die Führung hier, das sind wahrscheinlich 1,5 cm. Können wir uns mal anschauen. 2.
gehe ich rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, rausgerutscht, zehn, elf. Und dann ziehen wir es wieder ab, wieder in eine Richtung, nicht zu steil. Und das diese Abziehvorrichtung mit diesem Gummi, diesem Hartgummi, ist wirklich toll. Man hat auch in keiner Sekunde das Gefühl, dass man das Messer irgendwie schädigt. Und dann gucken wir mal. Tibi-Tobi. Sehr schön. Also hier auch kleine Messer von vorne bis ganz hinten kann man wirklich sehr gut schleifen. Wo liegen wir da vom Preis? Boah, ich glaube, die kostet so um die 300 Euro. Ist natürlich schon eine Investition, aber ich mag halt Maschinen. Ich habe ganz viele Maschinen in der Küche. Ja. Und wirklich schön zu handeln, kann man auch irgendwo mal schnell, keine Ahnung, was ihr für Platzmöglichkeiten habt. Aber ich habe es immer im Karton drin, ich stelle es dann im Keller, hol's. Wenn man in der Küche viel Platz hat, kann man das auch irgendwo unten reinstellen und es schnell holen. Aber das ist natürlich schon ein bisschen was für Fans. So, dann kommen wir mal zu unserem Fazit. Also, fangen wir mal hiermit an. Das günstigste Gerät, ich denke, das kann sich jeder mal holen, weil man damit eigentlich einige Schleifprobleme mit ganz wenig Geld lösen kann. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was es kostet, aber das kostet so um die 10 Euro. Also, das ist, finde ich, ein wirklich universal Schleifwerkzeug für Wellenschliffmesser, für Schneidemaschinen, also sehr einfach, sehr effektiv. Die klassischen Schleifsteine für Profis perfekt, gibt nichts Besseres, allerdings nur für Profis. Der Horl Rollschleifer ist ein wirklich schönes Gerät. Ingenieurstechnisch sauber gemacht, tolle Lager drin, hat aber seine Grenzen und es braucht sehr viel Zeit, um Messer scharf zu bekommen. Also wenn ich jetzt nochmal 5 Messer schleife, kann ich eine Stunde dafür investieren. Aber es funktioniert und es ist ein schönes Gerät. Das Gerät hier ist, finde ich, auch sehr gut, hat aber seine Grenzen, weil ich einfach einen Teil der Messer Bereiche nicht schärfen kann und ich habe nur eine Schärfe bzw. eine Körnung von meinen Steinen, aber für das schnelle Schleifen, für jemanden, der sich keine großen Gedanken machen möchte, ein sehr gutes Gerät. Dann haben wir den Kai, die Kai-Maschine, finde ich auch sehr gut. Subjektiv wirkt es ein bisschen brutal, aber das Ergebnis ist auch sehr gut und somit, also bereue ich es nicht, dass ich mir das irgendwann einmal gekauft habe. Ich habe hier 2 Schleifsteine, einen groben und einen feinen, also ich kann auch das Abziehen nahezu perfekt machen. Das ist ein Gerät zum Abziehen mit verschiedenen Diamantschleifkörnungen, aber auch hier muss ich handwerklich schon den Winkel genau halten, also auch bedingt hier einsetzbar. Ich würde sagen, das hier ist der klare Favorit für jemanden, der nicht professionell schleifen will, aber ein gutes Ergebnis möchte. 3 verschiedene Körnungen, von grob, mittel bis sehr fein und schnell zu machen, für jedermann zu handeln, wenig Platzbedarf, kein Strom, nichts. Also das ist für mich ganz klar eine super Empfehlung. Und für jeden, der ein bisschen Spaß an Technik hat und der ein perfektes Ergebnis möchte,
ist diese Maschine natürlich tolle Sache. Ich liebe diese Maschine und mir macht es auch Spaß, damit zu arbeiten. So, also ich hoffe jetzt, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen, was vielleicht zu euch passt. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr euch irgendeins dieser Geräte zulegt oder lieber stumpfe Messer behaltet. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Abonnieren. Ich würde mich freuen und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis bald. Ciao.